Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warplanes. Dank eurer Tipps habe ich jetzt die Phantom komplett auf Beweglichkeit gepimpt, um mal so ein Unwort zu benutzen. Ja, dann würde ich das doch gerne mal ausprobieren auch gleich. Und ich habe hier noch beim Verbrauchsmaterial Pneumatik-Steuerunterstützung reingebaut. Verbessert auch noch die Manövrierbarkeit auf allen Achsen für 10 Sekunden. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn mir wer am Hintern hängt und ich will den unbedingt loswerden. Vielleicht ist das aber auch schon ein bisschen Overkill, weil die Maschine schon sehr, sehr beweglich ist. Aber probieren wir das doch einfach mal aus, wie sich die dann spielt. Mal gucken. Dürfte auf jeden Fall ganz interessant werden. Und ich würde gerne mal mit der Phantom mal wieder gewinnen. Das wäre mal wieder was. Ja, ich komme momentan nicht so wirklich viel zum Spielen. Das ist ein bisschen problematisch. Das habe ich ja schon mal angesprochen. Es wurmt mich auch so ein bisschen. Aber damit muss ich dann halt leben. Dann dauert das hier alles etwas länger, bis mal neue Flugzeuge kommen. Vor allen Dingen, wenn ich dann Premium-Flieger spiele, dauert es noch länger. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte erstmal wieder ein paar Credits haben, damit ich dann auch die Kohle habe, um mir die Spitfire One kaufen zu können. Ich glaube, das war irgendwas mit 300.000, 340.000. So, Polargebiet. Was haben wir denn hier? Oh ja. Gut. Bergwerk. Bergwerk hat Priorität. Bin ich mal gespannt, wie sich, wie heißt da, Black Shark 66 anstellt in seiner A6M1. Ich werde auf jeden Fall gleich zum Bergwerk fliegen. Und ich hoffe mal, ein paar Bots kommen mit. Der auf jeden Fall ganz nett. So, dann haue ich jetzt nochmal hier den Boost rein. Eigentlich sollte ich eher so schwere Jäger da reinfliegen lassen wegen der Luftabwehr. Ich glaube, wenn man als Jäger da zuerst reinfliegt, ist das eher nicht so eine tolle Idee. Weil wenn man dann mal getroffen wird, dann jetzt gleich zappenduster. So, da sind mal ein paar Flieger von uns hier drin. Wo auch immer die sind, da unten. Gut, und ich werde jetzt mal schauen. Da oben ist einer. Wo sind denn jetzt hier die Feindflieger? Warum sind da manchmal keine Feindflieger? Ich verstehe das nicht. Gut, dann muss ich mit dem da oben vorlieb nehmen. Ja, auch wenn dafür mein Boost nicht reicht. Jetzt werde ich wieder von der Flugabwehr beschossen. Das ist natürlich sehr toll. Also immer schön zickzack fliegen. 700 Meter. Dann versuchen wir es nochmal mit Boost. Auf jeden Fall nicht zu steil fliegen, sonst stehe ich auf einmal in der Luft. Oh, da war noch einer. Da ist er. Und er brennt und jawohl, abgeschossen. Gut, ich werde auf jeden Fall hier bleiben. Wir haben da unten die Basis, die Garnison. Und ich werde hier einfach den Punkt beschützen. Und kann das hoffentlich so ein bisschen runterspielen. Wo haben wir denn da noch einen? Da kommt noch was. Gut, dann
Na los! Wow. Da hat doch irgendwer auf mich geschossen. Der Pilot ist verletzt. Nein! Das habe ich aber nicht genehmigt. So. Oh, Heckgeschütz, Heckgeschütz. Verdammt, ich versuche den mal so ein bisschen zu unterfliegen. Der Pilot ist wieder fit. Und wer hat das Flugzeug geflogen? Eieieiei, Waffen sind überhitzt, nicht gut. Oh nein, ich brenne. Nein, verdammt. Black Shark hat mich erwischt. Wir müssen unbedingt den Punkt halten. Ganz, 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 ganz wichtig. Egal, was die Bots hier so machen, aber auf jeden Fall... Wieso haben die jetzt schon den Punkt eingenommen? Ist doch wohl ein Witz. Ah, Leute. Bots. Was ist los mit euch, Bots? Der muss als erstes mal weg. Der Motor ist beschädigt. Ist er abgestürzt. Ich habe ihn abgeschossen. Aber ich lebe noch. Regeneriere langsam Trefferpunkte. Gut, der Motor könnte jetzt mal wieder anfangen zu laufen. Yay. Ich qual mal weiter vor mich hin. Und wir müssen hier... Wieso werde ich denn jetzt von der Flak angegriffen, wenn da einer von uns schon rumfliegt? Ja, da kann ich nicht viel machen. Das ist echt... schwierig. Gut, ich versuche das jetzt einfach. Geronimo! Was? Ach, das war die Flak. Wir brauchen diesen verdammten Punkt. Okay, das sollte ich nicht machen. Strengen Sie sich an. Wir verlieren das Gefecht. Ja, strengen Sie sich an. Streng dich selber an. Zappel da doch nicht so rum. Oh nein, ich werde von der Flak beschossen. Nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut. Immer schön zickzack fliegen. Okay, da hat es mich zerrissen. Der Gegner kontrolliert alle wichtigen Objekte. Das echt jetzt? Oh. Sie haben ihr Bestes gegeben. Kehren Sie zurück. Super! Michalenkow-Medaille, 3. Klasse. Ja, toll! Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Gut, dann nehme ich jetzt einfach hier. Es gab immerhin 52.000 Credits, also das ist schon ordentlich. Gut, wie war das jetzt? Wie viel kostest du? 329.000. Na, dann drehen wir jetzt eine Runde mit der Bristol. Ein bisschen XP fehlt ja noch, von daher kann ich die auch mal in Angriff nehmen.
Jetzt hätte ich doch gerne mal ein paar mehr menschliche Mit- und Gegenspieler. Na? Endlich. Und leider lassen wir uns so überraschen, was gibt das jetzt? Archipel. Erkundung durch Feuer. Pazifik. Melanesien. Mittag. Wow. Oh wow, wir haben sogar einige. Achtung, Sie fliegen in ein Kampfgebiet. Das Machen gefällt Sie mir doch sich schon sehr viel gefecht bereit. besser. Viel Da sind aber Erfolg. ein paar Fünfer bei, oh Mann. Oh, Falter, oh Gott. Ja. Aber ich habe ja gesagt, lieber, dann sollen sie halt Fünfer sein, aber dafür menschliche Spieler. Von mir aus. Dann müssen wir mal schauen, dass wir das irgendwie zum Laufen kriegen. Ich werde als erstes, glaube ich, mal da runterfliegen. Zum Feldflugplatz. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal am Pilot, machen wichtigsten. Sie sich einsatzbereit. Es geht los. Es geht los. Ach, da fällt mir auf, ich habe bei dem Flieger da noch gar nichts eingebaut. Ah, ich glaube, das mache ich erst ab Stufe 5, weil den habe ich ja eh fast durch. Der Motor ist überhitzt. Das dauert, glaube ich, doch nicht länger, damit sich der Boost wieder auflädt, auch wenn der Motor überhitzt ist. Jetzt haben wir hier Feindflugzeuge. Boomerang. Erledigt. So muss das laufen. Punkt eingenommen und jetzt können es mal da hinten versuchen und jetzt mal nicht in die Mitte fliegen. Dann da unten links noch den Punkt einnehmen und dann Richtung Mitte fliegen. Das wäre doch mal eine neue Strategie. Ein paar kommen sogar mit, oder? Ja, die drehen jetzt ab. Drehen jetzt Richtung Mitte ab, von daher. Nee, da allein fliege ich da auch nicht hin. Wir haben den Punkt jetzt eh schon eingenommen, von daher. Nö, dann machen wir das anders. Dann fliegen wir doch mal lieber in die Mitte. Hälfte haben wir schon fast von dem Punkt erobert. Oh Gott, das BOF 109E, das ist ja ganz toll. Sonst noch irgendwelche Kandidaten? P43. Wirst mich nicht los. Oh Gott, was war das denn? Clipping-Fehler oder wie? Was war das denn? Die habe ich ja gar nicht gesehen. Das ist ja totaler Beschiss. Schornsteine aus dem Nichts, oder wie? Oh Mann. Oder weil die gerade den Punkt eingenommen haben.
Gute Frage. Ah, das sieht ja schon wieder richtig, richtig toll aus hier. Da unten sind jetzt welche, die wollen den Punkt einnehmen. Oben sind bei uns welche, die wollen den Punkt einnehmen. P43 hätten wir da. Was haben wir dann noch? Oh nee, 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 nee. Nicht direkt drauf zufliegen. Hast du dir gedacht, wa? Nicht mit mir. So. Hat aber absolut nichts gebracht. Aber keine Erfahrungspunkte für bekommen. Ja. Na, wo gibt's hier ein paar Feindflieger? Und hochziehen. Minimalschaden. Oh, da ist schon wer, da sind schon welche. Hallo. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh ja, das sah gar nicht gut aus. Wo ist denn der Rest vom Team? Nirgendwo. Im Irgendwo. Glaub, ich spawn dann mal da unten. Wir sind einfach zu verteilt, würde ich mal behaupten. So, jetzt mal meine Laienmeinung dazu. Ach, wir verlieren das Gefecht. Gut, dass mir das mal einer sagt. Gut, dass mir das einer sagt. F4, F. Ja, toll. Bezwinger, jawoll. Das hat's jetzt rumgerissen. Komm da gar nicht mehr rechtzeitig an. Nee, das ist gelaufen. Hallo, da oben ist ja noch einer. Der Boost reicht nicht. Was zur Hölle? Der Gegner ist zu stark. Was war das denn? Der Gegner ist zu stark. 396 zu 800. Yay! Wahnsinn. Aber das war was mit den Schornsteinen oder was? Das waren doch Schornsteine, glaube ich. Okay. Ja, ganz toll. Teamerfolge. Mein Gott, ich war noch im oberen Mittelfeld. Okay, das war nix. Aber vielleicht wird es ja nächstes Mal besser. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und über einen Kommentar von euch freuen. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.